Willkommen zurück bei Pokémon. Meine Familie ist so süß. Ich liebe meine Familie. Bei uns ist ja heute so kalt. Also es ist wirklich arschkalt. Also. Und ich bin ziemlich verfroren. Also mich friert's eigentlich immer. Und dann bin ich gerade eben heimgekommen und mein Bruder macht mir die Tür auf und sagt, du darfst noch nicht reinkommen. Ich denke mir so. Ah ja, und wieso nicht? Und zwar hat er mir eine Wärmflasche gemacht und mir meinen Schlafanzug in den Trockner geschmissen mit ein paar dicken, fetten Wuschelsocken und mir das gleich eingeschalten, damit ich, wenn ich heimkomme, mich gleich umziehen kann und mir die Wärmflasche auf den Bauch legen. Das ist so süß. Ich habe mich voll gefreut. Und ich freue mich übrigens auch über die vielen Abonnenten, weil mittlerweile sind es, glaube ich, 199. Also wo ich das letzte Mal geguckt habe, waren es 199. Und das ist richtig geil. Boah, ich bin so fröhlich darüber. Bei 250 Abonnenten wird es ein Special geben. Nur mal so zur Info. Vielleicht interessiert es euch ja. Also nicht, dass ihr jetzt alle fragt, oh, jetzt hast du 200 Abonnenten, wann kommt ein Special und so. Also, es kommt eins bei 250. Weil ich war schon für 100 dankbar, für 200 bin ich noch dankbarer. Aber es gibt erst eins bei 250. Was, die Attacke ging daneben, ach verdammt. Oh, oh, oh. Böse. Und die Attacke ging daneben. Ach, Karados ist verwirrt. Hä? Wieso denn? Reicht das? Nee. Das reicht nie im Leben, oder? Oh, doch. Ah, Volltreffer, ach so. Blue erreicht Level 32. Ich werde Blue jetzt mal vortun, damit er sich auch irgendwann mal entwickelt, weil der soll ja auch mal ein Tauboss werden. Quatschbeutel. Pokémon. So. Item. Gib Quatsch. Ganz falsch. Ganz falsch, ganz falsch. Wir geben dem jetzt mal einen Supertrank. Hier, lass dir schmecken. Gut, und weiter geht's. Ich will nämlich da oben rein. Ja, genau da. Ein Strudel ist im Weg. Möchtest du Whirlpool einsetzen? Jop. Gleich ist in dem Spiel Nacht. Weil jetzt ist dann gleich nach 7. Schutz wirkt nicht mehr. Oh, Frechheit. Und wir fahren Fahrrad. Och komm, wegen dem einen Futzel-Baby-Mini-Weg da. Hallo Höhle. So, wir nehmen ein Christkind und setzen Blitz ein. Und dann nehmen wir einen Superschutz. Wo ist denn der Superschutz? Hier oben. Starker Schutz vor Pokémon. In der Höhle waren wir schon mal. Wer kann sich erinnern? Ich. So. Mina findet Top-Beleber. Boah, was? Ich will den aber haben. Also, was schmeißen wir raus? Antiparbeere. Ja, komm, die geben wir halt jemandem. Dem Cornel. So. Und dann nehmen wir den Toppi-Leber mit. Yeah. Mina findet Toppi-Leber und steckt ihn in die Item-Tasche. Ja, ich will. Cornel, lass uns das hohe See erforschen. Wow, das ist ein großer Wasserfall. Ach, echt, oder? So, wir schauen erstmal hier rein. Komische Höhle hier. Hier gibt's nichts.
Hier muss es doch was geben. Hier gibt es bestimmt später mal was. Weil, dass es mal nichts gibt, das gibt's nicht. Gibt's nicht, gibt's nicht. So. Die See ist ruhig. Möchtest du Surfer einsetzen? Jupp. Über doch. Wie sinnlos. Hoch und hoch. Und noch weiter hoch. Oh, und hier geht's raus. Wir sind wieder an der Einstrudelinsel. So, und Leute, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und falls doch, könnt ihr es mir ja schreiben. Aber ich gehe jetzt mal woanders hin. Die Strudelinseln habe ich jetzt so für mich beendet. Ich denke, ich war an allen vieren. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Mahagonia City. Haben wir jetzt alle Arenas? Haben wir schon 7 Arenas? Quatsch. Arenen. Entschuldigung. Doch. Uns fehlt nur noch ein Arena-Leiter. Ja, Wahnsinn. Das ging jetzt aber schnell, finde ich. Eine Beere. Das ist ein Obstwurm. Hey, das ist eine Brandbeere. Aber der Beutel ist voll. Oh. Ich gewinne 100%ig. Und was hast du in Mathe? Eine 4? Oder eine 6? Das sehen wir nach dem Kampf. Wenn er gewinnt, dann ist er gut in Mathe. Und wenn er verliert, dann ist er schlecht in Mathe. Natu. Er ist ein Psychovogel. Aber das macht nichts, denn Blue macht ihn gleich fertig. Oh Mann, habe ich kalte Hände. Heute hatte es minus 7 Grad, glaube ich. Aber es hat wenigstens nicht geschneit oder geregnet. Das war schon mal was Gutes. Njop, njop, njop. Kadaver setzt Aussetzer ein. Haha, es schlug fehl. So, das reicht. Wunderbar. Psycho René wurde besiegt. Ah, das ist eine schockierende Niederlage. Oh nein. Mina findet Topschutz, aber Mina kann keine weiteren Items tragen. Aber Topschutz will ich. Ich will alles, wo Top davor steht. Hier ist es. Das hätte keinen Effekt. Ja, dann schmeiß ich es halt weg. Ja, wegwerfen. So. Topschutz. Yay. So. Was gibt's hier? Nichts. Dann schauen wir mal oben lang. La, 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 la. Bist du ein Angler? Die See ist ruhig. Möchtest du sie auf Fans sitzen? Nein. Ich wollte mit dir reden. Ah, wegen dir habe ich einen Quapsel verloren. Was wirst du deswegen unternehmen? Ich werde dich besiegen. Du wirst flennend ins Pokémon Center rennen. Und dich dann wieder hierher setzen und ein Quapsel angeln. Naja, du hast doch einen Goldini. Was willst du damit quapseln? Los, Blue. Setz ruckzuckieb ein. Also, ich muss jetzt mal was sagen. Und zwar finde ich, dass die Arena einen ziemlich niedrigen Level hatte. Ich kann doch in den Radioturm. Jetzt fällt es mir erstmal ein. Da war doch was. Irgendwas mit dem Radioturm. Wieso gehe ich jetzt nach rechts weiter? Wo muss ich denn jetzt wirklich hin? Ich schaue jetzt in den Radioturm. Habe ich soeben beschlossen. Ja, es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Was soll denn das? Flieg jetzt hoch. Blue? Blue fliegt empor. Goldini setzt Schnabel ein, aber Goldini erste Attacke ging daneben. Hätte Blue jetzt nicht Fliegen eingesetzt, hätte ich ganz laut geweint. Und ihr hättet mich dann trösten müssen. So. Blue versucht Flügelschlag zu erlernen, aber Blue kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke zugunsten von Flügelschlag vergessen werden? Ich schau mal. Ja, Tackle. 1, 2 und schwupp. Blue hat irgendwas vergessen und erlernt dafür Flügelschlag. Boah, Golking. Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, habt ihr gerade mitgekriegt. Zumindest mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht gerade so das Tollste. Schauen wir mal. Blue ist nicht mehr verwirrt, das freut mich wirklich sehr.
Ja, das zieht ordentlich ab. Das können wir lassen. Oh, Dreschflegel. Und wir setzen Flügelschlag ein. Ja, das war's. Der Angler mit den Goldinis und dem Goldking, in dessen Sammlung überhaupt kein Quapsel passt, wurde... Alfred. Wurde besiegt. Ich will das Item. Mina findet ein Hyperball. Ach komm, den machen wir noch. Ich tue alles, um seltene Pokémon in die Finger zu bekommen. Yeah, yeah. Oh, mein Kiefer hat geknackst. Ziemlich unangenehm. Was hast du denn? Ein Phlegmon? Ein Rihorn? Das ist jetzt mit Blue natürlich ein bisschen doof. Was machen wir denn jetzt? Okay, okay. Cornel, komm her. Du warst schon lange nicht mehr da. Wo steckst du denn? Und der Cornel. Ich dachte schon, jetzt kommt Steinhagel oder so. So, mein lieber Cornel. Du darfst... Boah, so schauen wir uns mal Whirlpool an. Ja, Cornel, deine Attacke ging daneben. Ziele. 1, 2, 3 und los. Hat Whirlpool irgendwie nicht so eine hohe Genauigkeit? Kann das sein? Komm diesmal aber. Cornel! Ich will das jetzt sehen! Mann! Und nochmal. Ja, also geht doch. Hat wahrscheinlich Mörderstärke, wenn es so viel wenig Genauigkeit hat. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Akira wurde besiegt. Ach, deine Pokémon sind ja niedlich. Ja, ich weiß, die habe ich alle selber großgezogen. Und vielleicht hole ich mir noch Couscous. Stimmt. Wo gibt's denn Couscous? Wo ist denn die blöde Pokémon-Pension jetzt? Ein wildes Quappo. Ne, Quapuzzi. Hoppala. Ich kann die zwei nie auseinanderhalten, Quappo und Quapuzzi. Das werde ich mir auch nie merken können. Ja, toll! Was soll denn das? Hier gibt's ein wildes Quapsel. Level 27, wow. Aber das ist mir egal, ich will trotzdem keins. So, hier gibt's ein Item und das heißt Toppeleber. Juhu, schon wieder. Okay, dann fliegen wir jetzt mal weg. Mit Blue, genau. Nach Dukatia City. Nee, doch. Doch, passt schon. Normal bis... Ja. Da gehen wir uns erstmal heilen. Guten Abend, du bist spät dran. Ja, ich weiß, es ist schon 9 nach 9. 9 nach 7. 19 Uhr 9. Jetzt habe ich's. Ding, ding, didi, ding. Ich bin gerade jetzt von der Arbeit heimgekommen. Ich will jetzt was essen. Yum, yum. Ich weiß noch gar nicht, was es gibt. Ich habe gar nicht gefragt. Hey, du Penner. Pokémon, sie sind nicht mehr als Werkzeuge zum Geldscheffeln. Spinnst du, Alter? Und du? Den Radioturm einnehmen. Was? Das geht dich gar nicht an. Hallo, was geht hier? Guten Tag. Leider bieten wir heute keine Führungen an. Da will schon der Erste kämpfen. Endlich haben wir den Radioturm besetzt. Aha, nun wird jeder den Team Rocket Terror-Apparat kennenlernen. Wir zeigen euch, wie böse wir sind. Wir zeigen euch das. Du sagst österreichisch, aber es war ein schlechtes österreichisch, weil das kann ich gar nicht. Rattikarl. Ich mag Ratten, ich finde die voll süß. Ich will auch wieder eine haben, aber im Moment sagt meine Mutter noch nein. Ich soll mir eine anschaffen, wenn ich meine eigene Wohnung habe. Und da ich nächsten Monat 20 werde, denke ich nicht, dass es noch allzu lang dauert, bis ich von daheim raus bin. Aber ich will auch gar nicht. Auf der einen Seite will ich raus und auf der anderen Seite denke ich mir so, nö, wieso sollte ich denn? Ich finde es hier schön. Ich bin gern bei meiner Familie. Aber jetzt schaue ich mal, ob ich das mit dem Geld hinkriege, mit meiner Ausbildung. Und dann sehen wir mal weiter. Was schlug fehl? Ach gut, nicht meine Attacke.
Und das reicht wieder nicht, verdammt. Hyperzahn, ja Gott sei Dank ging das daneben. Ich glaube, du spinnst. So, Blue erhält 595 Erfahrungspunkte und der Rocket Rüpel wurde besiegt. Zu stark, wir müssen dich im Auge behalten. Ja, dann tu das. Warum möchten Sie den Radioturm besetzen? Ich weiß nicht. Pummelhof! Pummel! Na du? Buena. Also ich mag ja nur Bueno. Das schmeckt sehr lecker. Ah, das heutige Passwort? Hilfe natürlich! Das hätte es mir auch freundlicher sagen können. Also echt. Hahaha, wie langweilig. Es war viel zu leicht, hier das Ruder zu übernehmen. Komm schon, heitere mich auf. Ja, okay, ich besieg dich, damit du was zu lachen hast. Nein, Moment. Damit ich was zu lachen hab. Die sehen alle aus wie Chessies. Chessies und Jameses. Und Mauzis und... Boing genau. Okay, fliegen. Ich fand's voll cool, das Kommentar. Ja, genau. Eine Natter entwickelt sich zu einer Kobra. Sehr, sehr logisch. Ich hab so lachen müssen, als ich das gelesen habe. Hey, das war voll die Aufmunterung. War ja klar, ich habe vorhin meine Gegengiftbeere weggeschmissen. Hätte ich sie... Nee, Blue hat eh nicht, Alter. Ah, okay, hat sich erledigt. Hast du noch was? Kannst du noch was bieten? Hast du noch was? Hast du noch was? Natürlich nicht, doch. Komm, du Loserin. Wer bist du? Ich bin Mina. Hi, nett, dich kennenzulernen. Ich habe heute nicht so viel zu tun. Es freut mich voll, weil ich habe nach der Arbeit schon gelernt. Und jetzt kann ich mir das heute alles sparen. Hä? Ich habe doch Gegengift bestimmt dabei. Oh, scheiß. Habe ich nicht. Verdammt. Dann nehme ich halt einen Hyperheiler. Ich will jetzt hier nicht mit einem vergifteten Pokémon durch die Gegend rennen. Hi. Wir sind Team Rocket, die Pokémon aus Poitou. Wir lieben es, Böses zu tun. Hast du Angst? Ich habe gerade Angel gelesen, deswegen war das nicht so richtig. Irgendwie mein Gehirn spielt mir heute Streiche. 5 Pokémon? Na toll, das kann ja was werden. Bestimmt so voll die schwachen Loser-Pokémon. Da, wir sind vor dem 8. Orden. Und die haben immer noch Ratfratz. Hallo, wie witzlos. So, gegnerisches Ratfratz wurde besiegt. Rocket Rüpel setzt nochmal Ratfratz ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nope, ich will, dass Blue sich entwickelt. Dann habe ich ein Tauboss. Schönes Ding. Dann sind doch alle auf der vordersten Stufe, die ich jetzt dabei im Team behalten will. Ja? Ach so, Blue kämpft bereits. Ah, jetzt weiß ich. Wieso habe ich überhaupt gedrückt? Oh Gott. Irgendwie ist das halt komisch, weil ich sehe den roten Rand von meinem Aufnahmeprogramm gar nicht. Und wenn es jetzt nicht aufgeladen hat, aufgenommen hat, dann wäre das ziemlich blöd, weil der Part war eigentlich voll gut. Nein, ich möchte nicht wechseln. Ah! Ich möchte mich aufwärmen. Was, Ruckzuckhieb? Frechheit. Ratfratz wurde besiegt und wir erhalten ein paar Mini-Loser-IP. Oh, wir kommen drauf, sich 5 Ratfratz anzuschaffen und alle 5 Ratfratzes nicht zu entwickeln. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Yay, Rocket Rüpel wurde besiegt. Du glaubst, du bist ein Held? Nö. Hey, halte dich aus unseren Angelegenheiten raus! Lass mich überlegen. Nein. Und was hast du so? Zubat. Zubat gegen Blue. Wer gewinnt? Es sind 8 Level Unterschied. Das heißt Mann gegen Mann. Aber Blue hat ihn ohne Probleme platt gemacht. Und nochmal ein Zubat. Die haben es mit selben Pokémon, habe ich langsam das Gefühl.
Wie wär's denn mal, wenn Team Rocket Rübe Pikachu hätte? Damit würde keiner rechnen. Weil die haben immer nur Smogon, Arbok, Rattan, Zubat und Radfratz und Radikal. Oh, ich gebe auf. Hey, Schwächling. Vor 3 Jahren hat das Team Rocket gezwungen, sich aufzulösen, aber wir arbeiten hier gerade an einem Comeback. Aha, und wer kam auf die Idee dessen? Giovanni, oder was? Try Pokémon. Ein Slimer. Hallo, Pudding. Ich wollte gar nicht Ruckzuckieb einsetzen, aber jetzt ist auch schon zu spät. Komprimator? Boah Gott! Der Fluchtwert steigt. Ja, so sieht's auch aus. Schlammbad. Wieso habe ich jetzt nicht Sternhagel? Nee, Sternschauer. Ist jetzt mein Boah, du Arschgesicht. Na also, dann mache ich dich halt trotzdem platt. Und was gibt's noch? Noch ein Slimer. Kein Problem für mich. Der Part wird wieder so lang wie der gestern, egal. Diesmal habe ich auch wirklich die Zeit dazu. Slimer setzt Härtner ein. Slimers Verteidigung steigt und Blue benutzt Fliegen. Schlammbart. Nee, hör auf mit so einem Scheiß. Zum Schluss vergiftest du mich noch. Saukopf! Immer noch blockiert? Oh. Oh Gott. Werden wir diese Runde überleben? Ich hoffe es. Nein. Jetzt möchte ich wechseln. Und zwar zu Cornel. Der ist nämlich cool. Und der darf ihn jetzt einfach mal zerschneiden. Reicht es? Bestimmt nicht. Oh Gott. Okay, dann setzen wir Surfer ein. Und, reicht das? Könnte... Nein. Oh. Ich wollte könnte hinhauen sagen, aber das hat sich dann zerschlagen. Jetzt ist schon 19.19 Uhr. Coole Zahl. Man sagt ja, wenn man bei einer Schnapszahl auf die Uhr guckt, dann denkt jemand an mich. Die Frage ist das wirklich so oder ist das alles nur blödes Geschwätz? Rocket Rübel wurde besiegt. Pah, keine Zeit für Sentimentalitäten. Was für ein schwieriges Wort. Wir Trainer sind Pokémon wie Lebenspartner. Es ist schrecklich, wie Team Rocket versucht, alle Pokémon zu kontrollieren. Hast du Helium geschluckt oder so? Habt ihr dem seine Stimme gehört? Wahnsinn. So, du bist erstmal ein lecker Yummy-Yummy-Yummy-Trank. Och Gott, es sind aber noch viele. Es ist ein tolles Gefühl, Pokémon für Verbrechen einzusetzen. Ich glaube nicht. So, du Team Rocket Rübel, mit einem Smogmog. Gegen dich kämpfen wir das nächste Mal. Ich danke euch allen voll fürs Zugucken und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und zwar genau hier auf meinem Kanal. Tschüssi!